Ja, das ist ja mal komisch, dass Supercell mich darauf aufmerksam macht, dass auch mal ein Angebot abgelaufen ist. Habe ich ja noch nie gesehen. Aber jetzt erstmal ein Video. Der Comic Book Guy schreibt: Hallo Toto, ich bin ein treuer Abonnent und nicht ohne Grund. Deine Videos, die rocken einfach. Ich spiele auch CBC und würde mich freuen, wenn du mal vorbeischauen würdest bei meinem Dorf, dem Dorf vom Nanomilk. Ja, vielen lieben Dank und damit herzlich willkommen bei endlich einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, und wir schauen uns den Nanomilk vom Clan Back Bad Camping. Einmal ein bisschen genauer an. Es ist echt ein schönes Rathaus. Neuendorf. Saison hat gerade angefangen. Er hat noch keine Liga. Vermutlich. Ich weiß nicht, ist er noch in der Schule oder am Arbeiten? Keine Ahnung. Aber es ist ein schönes Dorf und er hat auch noch ein bisschen was zu tun. Ein paar Mauern. An den Truppen, glaube ich, muss er nichts mehr reißen an der Base. Ja, also kleiner Tipp. Meinerseits ist nur eine objektive Meinung. Ich würde sie doch auf Luftboden stellen und nicht nur auf Boden. Denn dann bist du zumindest gegen Luftangriffe nochmal so ein bisschen besser geschützt. Obwohl das Rathaus hier natürlich sehr, sehr weit außen steht, wird man sich das letztendlich immer mal wiederholen. Aber die Base gefällt mir eigentlich so ganz gut. Ich denke mal, das Objekt der Begierde, habt ihr ja jetzt schon öfter mal von mir gehört, wird hier ganz sicher recht gut geschützt. Und er hat auch schon ziemlich hohe Helden, 21, 25, das ist richtig, richtig, richtig schön. Also es gefällt mir sehr, sehr gut. Truppenmäßig muss er, so wie ich das sehe, gar nichts mehr machen. Also damit ist er komplett durch. Die Forschungen sind alle, so wie ich das sehe, abgeschlossen und er wartet jetzt. Ich hoffe, dass er das Dorf bis zu den Max-Helden durchspielt und mal gucken, wie sich die Spätzle mit Soße-Leute hier geschlagen haben und was eigentlich in der Zwischenzeit hier so los war. Und was mit mir so los war, das erkläre ich euch gleich kurz und knapp in so ein paar Sätzen. Also schauen wir erstmal hier Nummer 3 auf Nummer 1 an. Der Swash hier mit einer Kombi aus Riesen, Hexen und Bola ist im Moment ja eine relativ starke und gute Kombination. Habe ich übrigens auch mal wieder zweimal sogar mit angegriffen und habe auch zweimal zwei Sterne dort in einem Clankrieg, werde ich euch gleich verraten, wo ich denn eigentlich abgeblieben bin, nachdem wir bei der Auerhahn Crew ja zwei Clankriege, zwei 50er hintereinander gespielt hatten und danach der Abgang so ein bisschen bitter war, muss ich mal so sagen. Komme ich aber gleich zu. Habe ich diese Kombi auch mal genutzt und ja, das ist, sieht richtig cool aus hier, vor allen Dingen hier in der Mitte. Hat er jetzt noch richtig Truppen am Start. Komplett alle drei Helden hier gehen mit durch die Mitte. Das ist natürlich echt Luxus, kann man nicht anders sagen. King geht voraus, Queen und Warden dahinter. Es geht so ein bisschen hier was außen, so ein bisschen hier jetzt gleich nicht mehr außen. Ah, ich bleib mal hier in der Mitte drin stehen, denn ich habe den letzten Clankrieg hier nicht mitgemacht, weil ich noch nicht in diesem Clan war und wir haben jetzt dann einen Tag verspätet hier angefangen, aber ich musste sagen, als ich heute Morgen kurz mal nach Clash of Clans reingeschaut habe, ich gedacht, Alter, was ist das denn? Habe ich ja richtig, richtig verpeilt. Ich habe nichts vorher gewusst und war auch am Wochenende nicht so wirklich super aktiv, habe mich auch mit einigen Charakteren aus den Clankriegen verabschiedet gehabt, war gestern Abend auch nicht beim Sky mit in seinem Livestream mit drin. Ich meine, ich wäre gerne mit reingekommen, aber wir sind so spät nach Hause gekommen und irgendwann hat sich's einfach nicht mehr gelohnt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass der Livestream wirklich, wirklich, glaube ich, cool war. Ich habe mir den jetzt im Nachgang erstmal so ein Viertel habe ich mir jetzt schon angeschaut und es waren ja wirklich wieder, es war mal wieder eine Pokalschlacht dort. Also richtig krasses Ding, muss ich mal so sagen. Irgendwann, hoffe ich, komme ich auch mal in den Genuss, dass ich auch in so einem Clan dann meinen Saisonabschluss mal feiern kann. Und aber der Swash hat das hier auch sehr, sehr gut gemacht. Und richtig krass, 91%. Und ich glaube, das war hier, ja, das war der Gewinner. Das war der Gewinnerangriff, so wie ich das sehe. Ja, es war auch der wirklich letzte Angriff, der aber schon eine Stunde vor Schluss gemacht wurde. Also schönes Ding hier, 56, 55. Hier sind wir ganz gut in der Spur. Ja, ich bin eigentlich auch relativ gut in der Spur. Ihr seht das, mein King ist, den machen wir gleich fertig. Mein King ist immer noch 49. Ich habe so lange rumgetrödelt, das seht ihr hier in meinem Attack-Log vor allen Dingen. Ich habe ja jetzt so ein paar Attacken schon gemacht, vor 12 Stunden die letzte, dann 19 Stunden, 21, aber dann 2 Tage 16 Stunden, also da gab es ein richtig großes Loch dazwischen, wo ich wirklich nichts gemacht habe, außer meine Clan-Kriegsangriffe, ein bisschen was gespendet. Und aus meiner Inbox hier seht ihr, wir waren bei der Auerhahn-Crew, sie haben mittlerweile
leider wieder verloren, hat uns dann der nette Säbelzahntiger alle rausgeschmissen, also nicht nur mich direkt nach dem Clankrieg, sondern auch alle anderen von der Spätzle mit Soßtruppe, die wir ja in dem 50er teilgenommen haben. Ich war dann erstmal ein bisschen nölig und habe gedacht, ich hole mir irgendwo Truppen. Homeland wollte mich nicht, aber der Gerald hier von den Warriors, der hat mich dann irgendwann aufgenommen. Da habe ich ein bisschen gespendet, ein bisschen gekämpft, ein bisschen gelabert. Und danach war ich beim gnadenlosen Mini in einem 50er eingeladen. Vielen lieben Dank nochmal an den Tonne Robert für das schöne Event. Wir haben, ich blende euch das jetzt einfach kurz mal ein. Ja, wir haben leider den Clankrieg verloren, ist aber nicht so schlimm. Das war, glaube ich, trotzdem eine coole Sache. Ich konnte nicht wirklich viel dazu beitragen. War einfach so aufgrund der, ich hoffe, ihr hattet auch so ein schönes Wetter wie ich, also aufgrund des Wetters. Und wir sind dann leider im Moment wirklich dauerhaft ganz, ganz lange weg. Aber nichtsdestotrotz habt ihr gesehen, ich mache mit euch jetzt mal, ich mache erstmal den King fertig. Und ihr seht das, der braucht nur 3 Tage, 12 Stunden. Warum braucht der nur so lange? Das ist eigentlich der Hammer, weil für 3 Tage jetzt dieses Buch verbrauchen, ist ja eigentlich Verschwendung. Aber ich habe es natürlich dafür vorgesehen. Ja, warum eigentlich? Ich habe heute Morgen gedacht, was ist das denn? Geht's noch geiler? Also Leute, das ist das beste Event, glaube ich, ever. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da der gleichen Meinung seid. 14 Tage lang brauchen die Gebäude hier 50% weniger Zeit. Das ist der Hammer. Ich habe heute Morgen, ich gehe gleich nochmal rein, ich habe nämlich den hier gestern Abend angestoßen, der läuft eigentlich 14 Tage, der Bombenturm, und dann gucke ich 6 Tage, 20 Stunden, also die Zeiten sind jetzt schon halbiert, wenn man jetzt hier raufklickt, also 7 Tage läuft der nur, wirklich göttlich, und auch die anderen Sachen lassen sich natürlich richtig gut sehen, hier 4-facher Sternebonus und auch der Clan Reward mit 2x Lot und Doppel-XP, richtig krass, und das 2 Wochen lang. Also ich freue mich total, muss ich sagen. Ich bin so richtig angehypt, was Clash of Clans angeht. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Vor allen Dingen diese Hammer-Geschichte mit dem Bauarbeiter, die kommt mir richtig zugute. Denn im Nachtdorf muss ich meine Kampfmaschine nur noch 2 Level leveln. Und ihr seht das hier, der braucht nur 1 Tag, 12 Stunden. Den stoße ich natürlich an, gar keine Frage. Und wo wir aber schon mal hier sind, jetzt muss ich natürlich mit etwas verminderter Kraft versuchen, die 3 Mille, die der wahrscheinlich dann wieder kostet, hier irgendwie reinzuspielen. Das mache ich in der Regel dann mit Lufttruppen. Also ich lasse die Angriffe nicht aus, und es ist auch nicht schlimm, wenn ich dann Pokis verliere. Ich gucke mal gerade, von wo wir hier eigentlich reinkommen können. Da ist die Tonne. 2 Luftabwehren sind jetzt von hier aus gesehen hinter der Meisterhütte. Ich gehe, in der Regel gehe ich so vor. Jetzt müssen wir erstmal sehen, dass die hier wegkommen. Jetzt kriegen die aber schon mal den ersten Beschuss. Und ich gehe hier immer dann mit Lakaien hinterher, oder mit Megamutanten, so heißen sie ja. Ich spare mir mal noch 4 Stück auf. Für vielleicht so ein paar Außengebäude hier hinten, für so ein paar Prozente. Also ich bin froh, wenn ich jetzt so 1 Sternchen mache. 1 Sternchen, das reicht mir. Wenn es denn einer wird, ich glaube, hier wären es nicht ganz so viele. Es ist auch nicht einfach. Es ist dann nicht einfach, hier was zu reißen ohne den Helden. Ich meine, auf 18 ist er schon nicht schlecht. Und ich werde ja dann in jedem Fall irgendwann upgraden. Jetzt haben wir hier schon mal unseren Stern, aber ich denke mal, die Meisterhütte ist für uns leider unerreichbar. Ist aber nicht so schlimm. Ich hoffe dann immer, dass der Gegner halt noch schlechter angreift, als dass ich es jetzt gerade gemacht habe. Naja, ihr habt auf jeden Fall mal wieder einen Status von mir, und ich freue mich auch über wirklich die nach wie vor die positiven Kommentare unter meinen Videos. Aber derzeit, ich komme einfach ein bisschen schwach raus hier im Moment. Ich kriege die Videos nicht mehr so ganz auf die Gänge. Okay, den haben wir leider verloren. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Wir bleiben hier am Stück dran. Dann muss ich ja auch jetzt nicht schneiden oder so. Also den haben wir gesagt, machen wir fertig. Ne? Den machen wir fertig. Also alle 3 jetzt auf 50. Das sieht auch richtig schick aus hier. 50, 50, 50 hier das Dreiergestirn. Und ihr habt es ja wahrscheinlich bemerkt, mein Labor läuft hier natürlich jetzt gerade leer, denn ich habe nur noch dunkle Sachen zu machen. Wo sind wir denn eigentlich? Hier sind wir. Ich denke mal, wir sparen mal für den Golem, der läuft 14 Tage. Dann haben wir das Gröbste schon mal hinter uns. Und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ich denn jetzt eigentlich update. Ich muss nicht mehr viel machen, nur noch die Minenwerfer, Feger und Bombentürme. Hab jetzt aber gedacht, gerade weil die Sachen jetzt so kurz laufen, ich nehme erstmal die Bomben und die kleinen Bomben und die Fallen mit hinzu, denn
Die laufen, haben jetzt echt eine kurze Laufzeit und die kriege ich ja in diesen 14 Tagen, wenn ich richtig krass reinfarme, eigentlich auch fertig. Ich bin relativ hoch gelistet im Moment in der Liga und suchen jetzt einfach mal einen Gegner. Mal sehen, ob wir uns jetzt erstmal eine coole Liga holen, ob wir den Sternebonus vor allen Dingen mitnehmen. Vierfach ist ja wirklich gut. Cool, dass ich nicht gedroppt habe. Ich wollte nämlich schon droppen und ihr seht, dass die Lupe mit Fenster hier und ich bin gar nicht mal hoch. Also ich konnte es jetzt gar nicht gerade aufmachen. Mal sehen. Jetzt wird die ja da rumgehen in jedem Fall. Dann glaube ich, können wir schon mal von hier anfangen zu funneln. Wir fangen von hier schon mal an, so ein bisschen zu funneln. Mal sehen. Nehmen hier jetzt auch die Riesen mit rein. Unsere Mauerbrecher. Jawohl. Und nochmal vier Päcker. Der Dicke hier hinterher. Ja, die anderen Truppen lassen wir uns erstmal über. Hier ist der dicke Topf, da wollen wir hin. Mal sehen, ob da jetzt auch meine ganzen Truppen hingehen. Oh, wo sind meine ganzen Helden? Oh, wo sind meine ganzen Helden? Hallo, ihr müsst hier springen. Ich habe euch doch den Sprung da hingesetzt, Leute. Ach, jetzt nimmt da keiner den Sprung. Jetzt gehen die hier erst alle in die Ecke und oh, gehen jetzt ganz behende zurück. Mann, 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 was macht ihr denn? Okay. Dann nehmen wir hier mal den Heilzauber, ruhig in der Mitte, hier den Gift und dann sieht das noch ganz gut aus. Ich brauche den, nehme ich den noch mal. Wo sind wir denn eigentlich? Mann, Mann, Mann. Ah ja, okay. Wir nehmen den ruhig noch mal hier. Alle drei Päcker sind ja noch dabei. Alle drei Päcker, Queen noch dabei. Oh, das ist ein super Angriff. Das ist ein Top-Angriff. Es wäre natürlich schön, wenn jetzt da die Luftabwehr fällt. Jawohl. Dann haben wir hier jetzt, ich zünde erstmal ein Wort. Ich habe echt jetzt zu viel rumzulabern hier gerade. Und, oh, die Queen ist da leicht in Bedrängnis, aber jetzt wird sie nicht mehr geheilt. Okay. Dann können wir, ich glaube, wir können hier mal die Magier mitlaufen lassen. Und auch, oh, jetzt geht hier alles nach außen. Shit. Jetzt geht hier alles nach außen. Ich kann jetzt, okay, den Drachen setze ich jetzt mal noch nicht. Ich muss immer ein kleines Stück weiter mitgehen mit euch. Also es wird hier ein vollständiger 3-Minuten-Angriff. Da müsste leider jetzt durch. So, da ist der weg. Können wir hier hinten, könnten wir eigentlich schon anfangen mit dem Babydrachen, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Wir können hier hinten schon mal dem anderen Babydrachen so ein bisschen entgegengehen. Zünden jetzt mal, dass wir ein paar kleine Bogenschützen noch mit im Feld haben. Aber den rocken wir auf jeden Fall auf 0. Ja, wunderbar. Sieht echt super aus. Und ich freue mich vor allen Dingen aufgrund dieser vielen Events, dass man richtig was schaffen kann. Dass man richtig was schaffen kann. Ich hoffe, ihr haut auch richtig rein während des Events. Lasst Clash of Clans mal wieder so richtig schön aufleben. Und dann ist das auf jeden Fall schon mal ein echt cooler Angriff gewesen. Ich denke, wir machen auch noch einen zweiten. Mal sehen, wie wir uns dort noch schlagen können. Aber sicherlich die Zeit so ein bisschen überbrücken. Ich baue das Ding nochmal nach. Können aber sicherlich die Zeit unterbrücken. Hier fordern wir mal Riesen. Ah, nicht Gift. Gut, aber ich habe sowieso noch voll. Wir können hier noch mal ins Nachtdorf gehen. Ich weiß, ich mache wenig Nachtdorf mit euch, weil ich jetzt nicht so der Superspezi bin, das Nachtdorf auch immer mal gerne wieder verfluche. Ich muss mal eben sehen, wie wir hier reingehen können. Oh, hier hinten sind viele Prozente. Ich würde fast sagen, wir gehen mal von hier aus rein. Der soll darauf gehen, jawohl. Hier sind vielleicht ein paar Luftfallen, denn die Ballons sollen ja auch so ein bisschen tanken. Das machen sie auch. Mal sehen, ich komme jetzt, die Tonne ist natürlich hinterm Haus. Das ist immer sehr, sehr schwer. Aber das Ding ist jetzt echt am Stück. Ich find's wirklich gut. Ich finde auch gut, dass ihr immer noch so krass an meinem Kanal dran seid. Das freut mich unheimlich. Auch wenn ich im Moment nicht so viel mache, finde ich das wirklich, wirklich nett und lieb von euch, dass ihr, wenn denn wieder Content kommt, ihr den auch honoriert und oh, diesmal sieht das, glaube ich, mal ein bisschen besser aus. Wir kommen, Alter, wir kommen ja mal richtig weit hier. 57%, das sind für mich schon Welten hier. Und vor allen Dingen zwei Sterne. Wie gesagt, mir sind jetzt die Pokale im Moment egal. Aber klar, je höher du natürlich in den Pokalen bist, desto mehr nimmst du den Bonus hier mit. Der läuft jetzt auch noch, na gut, so ein Dreivierteltag, wo man alle 8 Stunden hier angreifen kann. Deswegen nehme ich einfach das mit, was geht. Wunderbar, das geht in jedem Fall richtig gut. Auch der ist auf meine ganzen Luftfallen vermutlich reingefallen, denn ich habe, glaube ich, alles, ja, ich habe alle Fallen auf Luft. Ihr seht das hier, hier und auch hier die kleinen.
Da ist es sowieso sehr schwer, hier mit Hexen reinzukommen. Aber wir wollten ja im anderen Dorf noch einen Angriff machen. Okay, Supercell ist auch wirklich Fuchs. Ihr seht das hier rechts unten um den Shop rum. Da leuchtet schon wieder und mich grinst 13 Tage und 19 Stunden jetzt dieses Paket hier an. Wie oft kann man sich kaufen? Steht, glaube ich, nicht da. Ich denke mal nur einmal, keine Ahnung. Also 14 Tage lang. Ich werde es nicht machen, aber ich meine, die drei Bilder-Potions sind schon nett, die das Ganze natürlich hier nochmal so ein bisschen beschleunigen. Für die Technik-Freaks übrigens unter euch, wer sich wundert, dass die Version von OBS im Moment nicht abgedatet wird, also für alle Streamer-Kollegen, Streamer-Kumpels und was auch immer ihr da draußen seid, die Version 21.1.0 hat ein Problem mit dem Auto-Updater. Er ist nämlich not able to see new updates. Also, wenn ihr eure OBS-Software aktualisiert haben wollt, müsst ihr ein manuelles Update auf die neue Version machen. Da funktioniert der Auto-Updater auch wieder. Das einfach mal nur so am Rande für die es so ein bisschen technisch auch mal interessiert, was eigentlich so abgeht. Ja, und mal schauen, ob ich mich jetzt 2 Wochen hier rumstresse und mit allen meinen Charakteren anfange zu spielen, also wieder Clankriege zu spielen, denn einige habe ich im Moment, ja, die habe ich selber gesperrt, so muss man es mal sagen, weil es mir einfach ein bisschen zu viel wurde. Irgendwann kam das dann auch nicht mehr an, dass ich immer im Wechsel vor allen Dingen meine RH9er spiele, sondern musste dann tatsächlich mit den RH9ern ganz, ganz hart, teilweise auch schon so ein bisschen eher ran. Und so, jetzt machen wir, ich hoffe mal, ja, das noch sieht es ganz gut aus. Die kümmert sich hoffentlich um den Inferno. Schafft die den noch? Ja. Okay, den packt den noch. Aber sie packt den Rest leider nicht. Okay, dann müssen wir die jetzt mal einmal so ein bisschen beschleunigen, dass die wieder so ein bisschen in Wut ist hier. Und, ach ja, hier, was habe ich hier für eine komische Truppe? Ah ja, okay. Okay, ich habe hier eine ganz, ganz komische Truppe gerade am Start. Sehe ich zumindest gerade. Meine Mauerbrecher sind hier so unnütze wie unnütze und meine Queen ist mir gerade gestorben. Die wäre mir vermutlich nicht gestorben, wenn ich aufgepasst hätte, aber ich wollte jetzt meine Miner setzen und setze auch meine Clanburg noch hinterher. Ich weiß gar nicht genau, was da jetzt drin ist. Der Sprung ist ja so unnütze wie der ganze Angriff womöglich hier. Eieieiei, das geht ja mal gar nicht so. Jetzt müssen wir die ganze Meute mal so ein bisschen hier in Wallung bringen. Den King hier auch in Wallung versetzen, damit die mir hier wenigstens jetzt den Pot in der Mitte holen. Das sieht aber ganz gut aus. Hier außen gehen jetzt die Bowler lang. Ja, noch gerade so gerettet, Toto. Noch gerade so gerettet. Hier nehmen wir die nochmal in Wut. Da sind nämlich noch so ein paar Miner mit drin. Die kann man ja wieder mal richtig gut erkennen, nämlich gar nicht. Was ist hier? Ah, okay, die haben gerade die paar Skelette gemacht. Alles klar. Aber da ist noch die Queen, die da noch rumhampelt. Und dann gönnen wir der zumindest jetzt mal das Gift, dass die nicht ganz so viel Schaden macht. Denn so ein paar Miner nehmen sich jetzt, glaube ich, auch der Queen her an. Jawohl, da ist eine Geschichte. Und meine Miner sind hier in Heilung. Das ist richtig cool. Richtig cooles Ding hier. Ja, macht Laune. Merkt da, hier die Bases zu rocken. Okay, auch noch keine Liga, aber es war eine aktive Base, denke ich mal. Denn hier war nichts leer geschossen. Also Infernos sind funktionstüchtig gewesen. Adler auch. Hat uns jetzt nicht wirklich gestört. Und den bringen wir auch auf Null. Ja, ich denke mal, ich tummel mich mal so ein bisschen hier in diesen Regionen einfach mal weiter. Denn, mal sehen, vielleicht ein kleiner Ausflug Richtung Titan oder so. Tut bestimmt ganz gut, vor allen Dingen, wenn es jetzt diesen täglichen Bonus gibt. Der ist natürlich nochmal umso göttlicher. Ja, sauber. Super gemacht hier. Ich denke, da stimmt ihr mir zu. Das ist in Ordnung für so ein bisschen Gefarme. Bitte schaut mal bei Bogis die restlichen Bogis rein. Ja, dann machen wir bei Bogis die restlichen Bogis auch rein, gar keine Frage. Baue gleich nach. Ich hoffe, die Folge und auch der Status hier von mir hat euch mal wieder ein bisschen gefallen. Ich sage ja immer, ich gelobe Besserung, dann kommt keine. Ich gelobe einfach mal ein bisschen Besserung. Euer Toto. Vielleicht.